Hier können wir auch noch zu machen. Genau. Ach, ich habe übrigens da hinten den Spawnpunkt markiert. Hab da ein Schild hingestellt und Fackeln, dass wir den auf gar keinen Fall verlieren. Und da habe ich mir überlegt, machen wir so einen Marktplatz hin. Und wir halten einen riesen Platz und ja, mal gucken, was wir da dann draus machen. Vielleicht mit einem See in der Mitte oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall so, dass man halt direkt dann auch am Lagerhaus wieder kommt, wenn man dann mal drauf geht. Und halt nicht irgendwo in der Pampa spawnt. So, jetzt haben wir das. Das ist eins zu wenig. Dann mal hoch. Ja doch, das ja, das auch. Nur die nicht, die reißen wir wieder weg. So, und hier könnte dann Wasser sein zum Runterkommen. Da, ja. Hoch funktioniert ja leider nicht mehr. Das ist echt schade. Das wäre schon cool gewesen, in so einem riesen Hochhaus dann auch Fahrstuhl zu haben. Aber das geht ja leider nicht mehr. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ah, hier könnte man doch eigentlich noch ein schönes Räumchen hinmachen. Das wäre ja sonst verschenkter Platz. So. Ne. Schon wieder Steine alle. Ich hoffe, die reichen jetzt dann. Eigentlich gedacht, das wären genug. Jetzt mal gucken, wo wir die Tür hinmachen. Die würde ich hier hinmachen. So, genau. Da eine Tür. Und auf der anderen Seite dann auf der gleichen Höhe. Also hier. Hier würde ich dann eine Tafel hinmachen. Oder halt ein paar Schilder, wo dann draufsteht, was sich in welchem Stockwerk befindet. Dass man dann, ja, weiß, wo man hin muss. Gucken. Und in den Stockwerken selber, so mal gucken, wenn wir dann irgendwann mal ins Nether gehen, wird er uns diesen Leuchtstein holen. Dann kann man sich da vielleicht wie leuchtende Zahlen oder so noch in die Wand machen. Dass man dann die Etagen sieht. So, dann können wir jetzt hier eigentlich schon die Decke reinziehen. Dann haben wir dann letztendlich drei hoch. Das reicht uns ja. So. Sollen nur gleich nochmal gucken, wo wir dann die Fenster reinmachen. Ich hätte schon gerne ein wenig Licht drin, ne? So, dann das. Und hier. Ah, hier ist eine Höhle in der Nähe. Ach, da müssen wir ja demnächst dann auch noch hin. In unseren Dungeon. Den noch erkunden. Und hauptsächlich Eisen und Kohle und sowas dann nochmal holen. Das hatte ich jetzt fast gar nicht dabei. Obwohl ich ja nun hier einiges weggemacht habe. Aber das meiste war dann Erde. Also es war wirklich fast alles nur Erde. Und nichts mit Kohle oder so. Und dann war halt noch ein bisschen Stein dazwischen. Aber auch nicht sonderlich viel. Ach Mensch, was mache ich denn? Das ist blöd. So. Dann haben wir das auch. Dann nur noch das kleine Stück da. Den Fahrstuhl lassen wir ja offen. Da muss man dann nochmal gucken, wie man da irgendwie in den anderen Etagen dann aussteigen kann. Oder ob das dann nur ganz unten geht. Ich weiß nicht, ob das reicht, wenn man da vielleicht offen lässt. Dass man da dann sich irgendwie irgendwie rausspringen kann oder so. Ich weiß es gar nicht, ob das funktionieren würde. Muss man ausprobieren.
So, hier können wir hier zumachen. Wie passt das von der Höhe? Ja, gerade so. Gut. Oh, das sieht schon echt blöd aus. Die machen wir wieder weg. Und lassen wir hier so offen. Ja. So, dann haben wir den ersten Teil geschafft. Unten ist schon mal fertig. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier dann schon mal Fenster rein. Also zumindest mal Löcher in die Wand. Wir müssen uns dann nochmal Sand holen. Da haben wir jetzt noch gar keinen. Ja, das wird doch recht nett, recht groß. Mal überlegen, aus was wir denn den Boden machen. Können wir ja schon mal das rausmachen. Wir hier Holz reinlegen. Obwohl Holz sehe, glaube ich, total blöd aus. Oder so Steinziegeln. Das sieht wahrscheinlich noch ganz gut aus. Da habe ich auch noch welche dabei, ne? Probieren wir aus. Die haben wir ja auch noch. Pflasterstein könnte man ja auch noch nehmen. Wie sieht das aus? Ja, das sieht ganz gut aus. Haben wir die auch noch? Ja, das hat alles irgendwie überhaupt gar keinen Kontrast. Doch Holz nehmen. Holz. Wir versuchen das gleich mal. Ich hole gleich ein bisschen Holz. Mal antesten, wo man könnte dann auch Holztüren machen. Dann ginge das wahrscheinlich. Gehen wir erstmal Holz holen. Mal kurz gucken. Holz haben wir da. Sonst, man könnte sonst noch Ziegelstein nehmen, aber das wäre ja... Das wäre ja echt übel, den ganzen Lehm zu sammeln. So. Und mit Holz geht das eigentlich. Das sieht doch recht nett aus. Obwohl das Blöde ist, dass wir dann ja eine Holzdecke hätten. Im nächsten. Oder alles aus Stein machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Einfach mal alles komplett aus Stein zu machen. Ach, hier haben wir noch gar kein Dach. Ja, würde ich sagen, machen wir doch alles komplett aus Stein. Hätte ich die hier gar nicht wegmachen brauchen. Das ist natürlich toll. Ich denke, so sieht das dann am besten aus. Jetzt gleich noch das Dach drauf. Damit es hier nicht mehr reinregnet. So. Mensch. Da haben wir noch, da haben wir ja noch genug von. So, Spitzhacke ist auch kaputt. So. Aber da auch zu. Mist. Was mache ich denn? So. Dann hier noch die Erde raus. Und die auch noch. Stein hin. So, dann könnten wir eigentlich rein theoretisch schon die ersten Kisten herholen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das hier machen möchte. Über die Stellen, hier könnte man eine Zweier hinstellen. Für die einfach auf den Boden stellen. Könnte man ja theoretisch.
die einfach auf den Boden stellen und hier so, so zum Beispiel, weil die Fackeln haben wir hier, da dann Fackeln drauf packen. Oder ob wir dafür dann Holz nehmen. Den nochmal weg. Und nehmen mal Holz dafür. So. Ja, das könnte man, glaube ich, so lassen. Machen wir da gleich mal eine Kiste hin und gucken, wie das dann aussieht. So. Na, geht mal Gas hier. Das können wir eigentlich dann auch mal dann alles schon rüber. Werkbank und so, dass es nicht immer alles hier draußen steht. Können wir eigentlich gleich mal ein paar mehr machen. Ja, erstmal. So, und gucken wir erstmal, wie das aussieht. Sie müssen noch mehr Fenster rein. Auf jeden Fall. So könnte man das doch. Und dann hier könnte man dann auch noch zwei hinstellen. Das ist natürlich jetzt nur eine. Wo das auch nicht so wirklich schön aussieht. Aber so hat man die Möglichkeit, hier noch Fenster reinzumachen. Aber wenn wir die eins höher stellen, können wir keine Fenster mehr reinmachen. Okay. Ansonsten könnte man noch mal schnell machen, ein paar Zäune dazwischen stellen. Ich weiß noch nicht, ob Zaun sich mit Kiste verbindet. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Müssen wir ausprobieren. So. Wir machen einfach mal Zäune. Wir haben Holz genug. So, nehmen wir noch ja, ein bisschen Holz mit. Und dann probieren wir das jetzt mal aus. Na. Und noch eine Axt dabei? Ja. Das würde mich jetzt sehr interessieren, ob die sich verbinden. Nee, tun sie nicht. Da haben wir Fackeln. Ja, ich denke, das ist dann schon um einiges besser. Sieht dann nicht so blöd aus. So. Also das finde ich persönlich viel besser. So. Dann haben wir hier eine Zweierkiste nochmal. Und hier dann auch auf jeden Fall. Waren noch zwei, ne? Ja. Eins, zwei. Ja, und hier direkt am Eingang machen wir dann keine. Eins, zwei. Dann können wir da drüber irgendwie Schilder machen, was drin ist. Eins, zwei. Eins, zwei. Ja, das passt doch. Und hier machen wir eine Einer hin. Oder gar keine, weil das direkt am Eingang ist. Ne, machen wir gar keine hin. Das ist so... Ach Mist. So, genau. Nein. So. Haben wir den ersten Raum soweit fertig. Wir müssen hier nur noch Fenster rein. Hier haben wir jetzt einzelne. Dann könnte man jetzt hier irgendwie ein großes machen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja. Mal zumachen schon mal. So. Ja. Das nehmen wir so.